Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. Hallo liebe Lehrgangsteilnehmer, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir hier diesen Widerständen oder diesen Symbolen Werte zuweisen. Wir sehen ja jetzt hier im Schaltplan noch nicht, welchen ohmschen Wert dieser Widerstand hat. Das sollten wir aber KiCad auch mal mitteilen. Dann werden wir mal den Schaltplan annotieren. Das sind diese Fragezeichen, was sich dahinter verbirgt. Das werden wir dann auch gleich mal machen. Und anschließend machen wir mal eine Fehlersuche. Wie kann ich jetzt hier solche Werte ändern? Wir sehen also, hier steht jetzt erstmal R. Das ist nicht aussagekräftig. Wir gehen einfach hier drauf. Gibt es die Variante 1, Rechtsklick hier auf Eigenschaften. Dann kann ich hier die gesamten Eigenschaften des Symbols sehen. Und dann haben wir hier das Feld Wert. Da steht jetzt R drin. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, das wäre ein 1 Kiloohm Widerstand. Dann sagen wir hier 1K für 1 Kiloohm. Und dann schreiben wir das da rein. Und das R verschwindet und wir haben jetzt hier 1 Kiloohm. Ich weiß also jetzt, dass dieser Widerstand hier 1 Kiloohm Widerstandswert hat. Die Alternative dazu ist, ich kann jetzt hier die Taste E nutzen. Dann komme ich hier direkt wieder in diese Auswahl. Dann nehmen wir mal bei diesem Widerstand 2,2 Kiloohm. Also wir nehmen das K als Komma und schreiben 2K2. Das stellt dar, dass das ein 2,2 Kiloohm Widerstand ist. Es geht aber noch einfacher. Es gibt die Taste V für Value oder Wert im Englischen. Da kann man das hier auch mal machen. Dann bin ich sofort in diesem Einzelfeld drin. Dann kann ich jetzt hier sagen 2K2, Enter und ich habe das zugewiesen. Machen wir hier hinten nochmal mit der Taste V 1K und ich habe auch hier meinen Wert zugewiesen. Dann haben wir hier unten noch die beiden Kondensatoren. Auch hier gehe ich mal mit der Taste V drauf. Da sehen wir jetzt hier, da steht C-Polarized Small drin. Hier machen wir mal 10 Mikro. Das Mikro findet ihr unten unter dem M zu erreichen mit der Tastenkombination Alt, GR und M. Und dann erscheint dieses Mikrosymbol. Haben wir jetzt hier 10 Mikrofarad. Hier drüben ebenfalls wieder Taste V. 10 Alt, 10 Mikrofarad. Und schon haben wir das vergeben den Wert. Ich könnte jetzt hier oben bei der LED zum Beispiel auch noch was reinschreiben. Wenn ich jetzt nur das LED nicht haben möchte, kann ich jetzt hier raufgehen, sage ich mal Wert und sage jetzt meinethalben LED-GR für grün und könnte jetzt hier noch das etwas genauer spezifizieren, indem ich jetzt zum Beispiel hier reingehe und sage LED-RT für rot. Auch das wäre möglich. Genauso kann ich hier unten zum Beispiel, wenn ich feststelle, ich habe jetzt hier den BC548, ich bräuchte jetzt hier einen anderen Transistor, könnte ich hier drauf gehen und das eben ändern. Aus 548 zum Beispiel eben 547 oder dergleichen machen. Das lassen wir aber an dieser Stelle mal so. Damit haben wir jetzt unsere Werte vergeben. Ich kann jetzt zum Beispiel auch mal hier noch diesen Connector umbenennen. Da gehen wir mal hier drauf und wir nennen den mal, wir nennen den mal PS-Connector. Und damit kann ich zum Beispiel hier eine Bezeichnung vorgeben für einen speziellen Connector. Es gibt ja viele Stiftleisten, PS-Konnektoren, DIN-Buchsen etc. Die könnte ich hier also schon mit dieser Bezeichnung vorgeben. Gut, soweit dazu. Jetzt möchten wir unseren Schaltplan annotieren. Das sehen wir hier oben. Hier oben Schaltplan annotieren, das ist dieses Zeichen. Was verbirgt sich dahinter? Wir müssen KiCad hier mitteilen, welches hier R1, R2, R3 ist. Das können wir ganz einfach machen. Wir gehen hier drauf. Als Einsteiger lassen wir einfach hier die Grundeinstellungen und sagen einfach, wir annotieren. Hier unten sollte man mal alles anklicken, um sich eventuelle Fehlerausgaben und Warnungen anzeigen zu lassen. Wir gehen einfach mal hier drauf, annotieren. Und dann sehen wir hier, wurde jetzt einiges aktualisiert.
dann teilt er uns mit, dass jetzt eben hier die LED grün als D1, die LED rot als D2 bezeichnet wurde und so weiter und so fort durch den gesamten Schaltplan. Das ist einfach nur ein Klick. Wir schließen das Ganze und wir sehen jetzt, J1 ist also unser Connector 1. Wir haben nur einen, würde jetzt hier ein zweiter sein, wäre dann J2 etc. Dann haben wir hier R1, 2, 3, 4. Also die Annotierung läuft von links nach rechts und von oben nach unten. So, dann haben wir hier C1, C2, D1, D2 etc. Damit wäre jetzt unser Schaltplan soweit fertig. Wir könnten jetzt theoretisch in die Platine hinüber wechseln. Das geht aber noch nicht so einfach. Wir wollen jetzt, oder bevor man eine Platine beginnt zu zeichnen, müssen wir mal eine Fehlersuche machen. Dafür haben wir hier oben den sogenannten ERC-Check. Das heißt, unser Schaltplan wird jetzt syntaktisch geprüft, ob er richtig ist. Den klicken wir mal hier an. Auch hier sollten wir uns mal alles anzeigen lassen und wir sagen einfach mal ERC starten. Und oha, wir stellen fest, wir haben zwei Fehler. Die werden uns auch im Schaltplan angezeigt. Ich schließe das mal hier an dieser Stelle. Wir sehen jetzt hier zwei Fehler. Woran liegt das? Eigentlich ist unser Schaltplan komplett richtig, aber KiCad sagt, wir haben jetzt hier einen Fehler. Und dann machen wir uns diese Fehlermeldung nochmal auf. Wir haben jetzt hier dieses Power-Symbol, wird von keinem Output-Power-Pin angesteuert. Das ist jetzt für den Einsteiger eine recht nichtssagende Fehlermeldung. Da stolpern auch viele Einsteiger drüber. Und zwar hat das folgenden Hintergrund, den man wissen muss. Wenn ich ein Symbol zeichne, beziehungsweise alle Symbole, die hier im KiCad hinterlegt sind, haben wir einen Pin, wo wir unseren Draht angeschlossen haben. Dieser Pin hat bestimmte Eigenschaften. Ich zeige euch das mal. Ich gehe mal hier drauf. Ich kann mit Rechtsklick nämlich in den Symboleditor wechseln. Hier, ich öffne den Symboleditor mal. Und wenn wir jetzt hier in diesem Symboleditor sind, können wir uns mal die Eigenschaften dieses Pins anschauen. Und da sehen wir hier, dass dieser Pin ein Passiv-Pin ist. Das sehen wir auch hier drüben, elektrischer Typ Passiv. Und KiCad sagt uns jetzt, Moment mal, aus diesem Pin kommt ja gar kein Strom raus. Du hast hier aber 5 Volt angeschlossen. Da passt was nicht und da machen wir mal eine Fehlermeldung draus. Das macht das KiCad bei allen diesen Pins, außer bei dem Power-Output-Pin. Bei einem Power-Output-Pin kommt diese Fehlermeldung nicht, weil KiCad weiß, okay, das ist ein Pin von irgendeinem Stromversorgungsbauelement, aus dem Strom rauskommt und da brauche ich also diese Fehlermeldung nicht bringen. Aber bei eben einem Passiv- oder bei Tri-State-Output-Input-Pins, was das noch genau ist, machen wir dann, wenn wir mal ein eigenes Symbol zeichnen. Sagt KiCad, hier passt was nicht, da kommt kein Strom aus diesem Pin raus und deswegen bringe ich hier eine Fehlermeldung. Wechseln wir wieder in den Schaltplan zurück. Deshalb bringt jetzt KiCad hier eben diese Fehlermeldung. Wir haben jetzt auf diesen passiven Pin eine Spannung angeschlossen und jetzt verlangt KiCad oder sagt KiCad, hier kommt ja gar keine Spannung raus, kein Strom, ist ein Fehler. Jetzt müssen wir KiCad mitteilen, das ist trotzdem so richtig, weil wir wollen ja hier eine Spannungsquelle anschließen, eine externe Spannungsquelle. KiCad weiß das aber nicht. Deshalb gibt es jetzt eine Möglichkeit oder haben die Entwickler von KiCad eine Möglichkeit geschaffen, wie wir jetzt KiCad mitteilen, das ist so in Ordnung, das passt so. Dazu drücken wir wieder die Taste P und gehen jetzt hier in den Spannungssymbol-Editor rein, in die Spannungssymbolsuche, Entschuldigung, und geben jetzt mal einen Powerflag. So, PWR geschrieben. Powerflag. Das sehen wir jetzt hier unten. Hier steht das schon in der Erklärung. Ja, ein spezielles Symbol für das Mitteilen des ERC-Checks, wenn Power comes from extern. Das geht hier hinten weiter, wird hier noch nicht angezeigt. Also das dann sehen wir schon hier in der Erklärung, in der englischen, das ist genau das, was wir jetzt KiCad mitteilen, mit diesem Power-Flag, teilen wir
KiCad jetzt mit, dass das so, wie es hier gezeichnet ist, in Ordnung ist. Das muss ich jetzt hier an beiden Elementen anlegen, oder an beiden, am Ground und am Plus. So, mit der Taste R kann ich das Element hier drehen, lege das hier ab und beende das Werkzeug und schließe das auch hier entsprechend an diese beiden Leitungen an. Wir speichern mal ab und lassen jetzt unseren ERC-Check nochmal laufen. Wir haben keine Fehler, keine Warnungen, damit ist alles in Ordnung. Also, weil das viele nicht verstehen, nochmal. Dieser Pin hier ist ein passiver Pin, aus dem kommt kein Strom raus, nachdem wie das gezeichnet wurde. Bedeutet, KiCad sagt, du hast hier eine Spannung angeschlossen, hier muss Strom rauskommen, Fehler. Um jetzt KiCad mitzuteilen, dass das so richtig ist, weil wir ja hier eine externe Spannungsquelle anschließen wollen über diesen Connector, teilen wir das mit in Form dieses PowerFlex, was wir hier dazu führen. Und jetzt weiß KiCad, okay, das ist so richtig, dass dieser passive Pin hier an diese Spannung angeschlossen ist und dass jetzt hier also mit einer externen Spannungsquelle versorgt wird. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.